Riccardo Belotti dürfte den Namen Dustin Brown inzwischen nicht mehr hören können. Am Vortag verlor er gegen ihn im Einzel und am Mittwoch im Doppel. Gemeinsam mit Dennis Novak unterlag der Italiener dem Deutschen, der gemeinsam mit Ramiz Hurnit angetreten war, in 48 Minuten mit 6:2 und 6:4. Ballwechsel gab es auch im Doppel. Facundo Agüero, Pere Riba gegen César Ramírez, Miguel Ángel Reyes Varela. Im Match des Tages stand Daniel Brandts Andrei Golubev gegenüber. Nach anfänglichen Problemen, der erste Satz ging mit 6:4 verloren, konnte er das Match aber drehen. Die beiden weiteren Sätze gingen mit 6:3 und 6:1 an ihn und er konnte den Platz als Sieger verlassen. Challenger bei Cittadino 2015. Daniel Brandts, erste Frage, wie groß bist du eigentlich? Ich komme ja so was von unbedeutend vor. Ja, ich bin 1,96. Für 2 Meter hat es nicht gereicht, aber beim Tennis hat man den einen oder anderen Vorteil auf jeden Fall. Ja, absolut. Also 1,96. Glückwunsch. Das waren zwei enge Runden.
erst gegen Ivanov, erste Runde, ersten Satz verloren, dann beide gewonnen. Ähnlicher Verlauf heute. Was war der Grund fürs etwas schleppende Reinkommen? Ja, das weiß ich selber nicht genau. Ich spiele am Anfang noch zu defensiv und zu behalten. Und dann ist es halt auf dem Niveau nicht gut genug. Und im zweiten Satz bin ich dann immer gezwungen, ein bisschen mehr zu riskieren. Und wie es aussieht, funktioniert es ganz gut. Und also ich muss einfach gucken, dass ich von Anfang an so spiele wie in den letzten zwei Sätzen. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut. Ja, wir haben das mit dem etwas mehr Riskieren besonders genossen. Ich hoffe, Sie erinnern sich. 5-3 im zweiten, 0-40. Da denkt man, oh, jetzt kassiert er das Rebreak. Was macht er? Haut rein, super Aufschläge, sehr gute Bälle und holt sich dieses Spiel. Entscheiden in diesen Momenten wirklich die grauen Zellen da oben, die Mentalität, der Spirit zu sagen, komm, jetzt erst recht? Ja, das sind Big Points und ich glaube, da ist der Kopf entscheidend. Und ich hab mich da einfach konzentriert und versucht gut aufzuschlagen, dass ich von hinten nicht so viel machen muss. Und das funktioniert ab und zu nicht immer, aber man muss einfach jeden Punkt spielen und dann hat man auch da die Chance, wieder zurückzukommen. Zwei kurze Anmerkungen, letzte Frage. Daniel Brandt stand schon auf 51 in der Welt, stand im Achtelfinale in Wimbledon, hat auch auf Asche in Paris schon super Matches, zum Beispiel gegen Rafa Nadal gespielt. Was ist das Ziel für diese Woche hier und in der Karriere? Ja, für diese Woche, jetzt bin ich im Viertelfinale. Das habe ich in den letzten Wochen auch schon bei ein paar Turnieren geschafft und jetzt geht es natürlich mal ins Halbfinale einzuziehen. Deswegen werde ich mich konzentrieren am Freitag und alles geben und für dieses Jahr, also ich bin einfach froh, dass ich jetzt wieder ganz gut spiele. Das Jahr und das letzte, die waren nicht so einfach und ich hoffe, dass ich dann so gut spiele, dass ich vielleicht in Australien wieder im Aufwärts stehe. Das ist das Ziel. Wenn ich es schaffe, dann ist es super und wenn nicht, dann halt ein bisschen später im nächsten Jahr. Bisschen später, wird schon kommen. 27 ist der Mann, 1,28. Oh, 1,96 haben wir gelernt und auf einem sehr guten Weg. Dankeschön, Daniel Brandt. Glückwunsch nochmals, Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, das war's dann für heute in Sachen Tennis. Gastronomie ist natürlich noch auf. Sie können gerne noch ein Alt oder ein Pilz trinken, was auch immer.